Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn Rockstar Games hat heute ein neues Fahrzeug hinzugefügt, und zwar ein Motorrad, und zwar den Nagasaki Shinobi. Was dieses Fahrzeug denn überhaupt kann, ob es spezielle Fähigkeiten besitzt und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an, indem wir das Fahrzeug kaufen. Das Motorrad findet ihr auf Legendary Motorsport und kostet auch legendär viel, und zwar 2.480.500 GTA-Dollars, also knapp 2,5 Millionen, was schon für ein Motorrad extrem viel ist. Aber Leute, vielleicht lohnt sich das Bike ja. So, wenn wir in Richtung Tuning schauen, wird uns auffallen, klar, es ist ein Motorrad, dass wir aber trotzdem relativ viele Tuning-Teile haben. Das bedeutet, ihr könnt das Motorrad komplett in Carbon machen, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Denn jedes Mal, wenn ihr irgendwas verändern könnt an diesem Motorrad, sei es Benzintank, sei es hinten dieser komische Sitz, der kein Sitz ist, und alles andere könnt ihr auch als Carbon tunen. Also sprich, mehr oder weniger könnt ihr halt einfach ein Carbon-Motorrad haben. Aber abgesehen davon, Leute, finde ich persönlich die Designs, die dieses Motorrad haben kann, auch generell sehr ansprechend. Also fand ich jetzt nicht so, boah, sieht das hässlich aus, sondern eigentlich fand ich mehr oder weniger alle Designs mehr oder weniger voll in Ordnung. Aber Leute, das war es eigentlich schon, was mir am Tuning aufgefallen ist, denn so viel kann man halt wiederum auch nicht machen, denn es ist und bleibt ein Motorrad. Was mir aber aufgefallen ist, Leute, beim Fahren des Motorrads, dass dieses Motorrad wirklich schnell ist. Ob es jetzt schneller ist als jetzt die Barty, das muss man jetzt erstmal testen in einem Rennen oder sowas. Aber mein Gefühl sagt mir schon, okay, dieses Motorrad könnte ein Barty-Killer sein. Oder beziehungsweise genauso schnell wie die Barty. Was mir schon aufgefallen ist, Leute, wenn man mit diesem Motorrad Highspeed fährt, kann man trotzdem noch ein Wheelie ziehen, genau wie bei der Barty. Also schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber hier muss man auch betonen, Leute, dass die Barty, ich weiß das nicht, ich glaube so 18.000 kostet oder sowas, und das Motorrad einfach 2,5 Millionen. Also, ne, Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Barty trotzdem deutlich besser, auch wenn die Barty weniger Tuning-Teile hat. Aber gut, Leute, ich habe das Motorrad natürlich schon gemoddet. Hier seht ihr einmal das Fahrzeug gemoddet. Und nein, Leute, beim Motorrad gibt es keine Formel-1-Felgen oder Bennys-Felgen. Hier seht ihr auch nochmal die, so gesehen, Bennys-Variante. Klar, es gibt keine Bennys-Felgen, aber generell ist das bei meinem Fahrzeug die Bennys-Variante. Falls ihr das gemoddete Motorrad haben wollt, Leute, dann joint auf meinem Discord-Server und verpasst keinen Giftcastle-Friends-Stream von mir. Aber Leute, generell war es das schon mit dem Video rund um das Motorrad Shinobi. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Motorrad findet. Aber Leute, ich bin mal raus, euer Bombard. Ciao!